This is kind of bleak. It's usually more crowded, but the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after six? In the mean streets of Delos Crossing? Just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. What a hero. Anyway, he's probably in his office, upstairs. Damn. They still got this creepy mascot, huh? Steigen Sie ein. Sie möchten wissen, wie der Arbeitstag bei der Polizei aussieht. Dann bewerben Sie sich für unser Mitfahrprogramm. Okay. Hä? So kann ich jetzt Shift nicht mehr drücken. Hold on. I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Es geht bloß um die öffentliche Sicherheit. Ja, ist nichts Wichtiges. Hallo, nimmst du das mal an? Ein Biber! Yeah. Ich bin das Gesetz. Also ich kann weder mit ihm reden, noch kann ich hier... Home sweet home. Mit Shift. You spend a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. It's freezing in here. Locked. Okay. Da ist ein PC, der anders. Keine Ahnung, ob uns das weiterbringt. Was ist das hier? Something's in the way. What? Claire Brown went missing on a snowmobile trip? Yeah. I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Huh. Looks like she forgot her locker key here. Huh. Looks like her locker key here. Wieso kann ich sie nicht mitnehmen? She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Alles Gute zum 29. Geburtstag, Denise. Gute Arbeit, weiter so. Eddie, du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter kommt. Lass es krachen. Denn genießt das letzte Jahr... Ach so, von Den ist das geschrieben. Genieß das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintrittst. Rosi, lass dir die... Also von Rosi. Lass dir die Schokolade schmecken. Happy Birthday, die von Joshua. Und Happy Birthday, du siehst noch keinen Tag älter als 100 aus, von Maria. Okay. Ja, warum ich den Schlüssel nicht mitnehmen darf, das finde ich unfair. Aber gut. Komm, beweg dich. Untersuchen. Oh, der hasst Denise Wilsons Desk. Remember her? Crazy D? The woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. She was acquitted. And that's Officer Wilson to you. Denise Wilson, okay. Muss man das sich irgendwie merken? Schreiben kann ich hier nicht. Zeichne einen Hund. Wünsche ihr alles Gute zum Geburtstag. Maybe she won't notice that I added it after. Ja, oder wir zeichnen einfach eine schiefe Torte. Das geht auch. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He died last year putting himself between D and a bear. Oh, damn. Poor D. Oof, I should have gotten her something. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Ja, ja. Moment, heißt das, ich kann hier irgendwie... sah jetzt gerade so komisch aus. Aber auch wenn ich nicht drauf drücke, ist das so komisch. Muss ich irgendwie nach oben gehen oder was bedeutet das jetzt?
hier kann man nichts machen. Oh, Gregs. Just leaving this out on display again. Gregs. Like Officer Gregs? The one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juno. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? Oh my god, that's the cutest. It's cute, but don't tell me you've got baby fever. Ew, no. Why do men always jump to that? Okay, also ich würde sagen, wir schauen mal, hier können wir nicht rein, ne? Wir schauen mal, was oben noch ist, weil irgendwie Tyler, das... Tyler, you coming? Ja, jetzt ist das nämlich weg, dieses komische Gefrissel drumherum. Da scheint noch jemand drin zu sein. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Coffee sound good? Okay. The machine is in the break room downstairs. Uh-huh. Im Pausenraum. Wo ist denn da der Pausenraum? Hier rechts, das konnten wir nicht öffnen. Aber das ist doch nicht der Pausenraum, oder? I didn't notice. But I mean, he's probably feeling awkward since, you know, you didn't take his gift. Great. He's making it weird. Whew. Rose never lets me back here. Okay. Huh. Rose left the computer on. Benutzer. Jackson, Gregs, Oliver. Das war der eine. Wilson. Jackson ist wieder der Anfang. Wilson. Vier Buchstaben. Neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer eine Annahme hat. Rosi. Allison, how about that coffee we were talking about? Nee, aber das Komische ist, oder soll ich so antworten? Nee, Shift kann ich auch nicht drücken. Das Komische ist, dass ich ja keine Erinnerung habe. Was ist hiermit? Puh, that is going to smell lovely tomorrow. Uh-huh. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. Also. Die haben Labrador, darüber haben wir aber nichts erfahren. Hier hätten wir, wie ist der Hund jetzt nochmal? Aber der hat wahrscheinlich jetzt for a birthday drink. Keinen. Remember this fella? No way. Is that Jet? Jet? He died last year putting himself between Dee and a bear. Oh, damn. Poor Dee. Schlittenhunderin. Ich habe aber keine Ahnung, welcher von denen jetzt der Hund von ihr ist. Siegerliste. Moment, wie hieß sie jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage. Sie ist Wilson, glaube ich, ne? Wilmart.
Moment, in welchem Jahr wurde das jetzt zurückgesetzt? Stand das da drauf? Da muss ich jetzt noch mal gucken. Nein, ich wollte eigentlich zurückgehen. Ich wollte nicht. Also da können wir eigentlich nur zwei Sachen nehmen. Entweder der Typ mit der Familie oder... aber hier sind auch keine Hinweise, glaube ich, drin, ne? Daddy Doc ist auch länger. Hieß you remember der? Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who are always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? Okay, also da habe ich absolut keine Hinweise. Ich weiß halt nur, wie die heißen. Da steht nur das Geburtsdatum drin. I should take her out for a birthday drink. Alaska ist auch zu groß. Denise Wilson. She's obsessed with sled dog races now. Is that even a thing? Oh yeah. She goes to the Iditarod every year. And she's got a fantasy league called Musher's Little Helpers. It's really cool. Man, I forgot what kind of kooky shit people are into out here. Hey now, I'm in the league. Hm. Das ist nur ihre Nachricht? Ja. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. Jet. He died last year putting himself between Dee and a bear. Oh, damn. Poor Dee. Jet letztes Jahr. Jet letztes Jahr. Aber Jet steht hier auch nirgendwo drin. Hm. Sonst hätte ich jetzt gesagt, könnte man da vielleicht noch ein Jahr eingeben oder so. Also wir haben Jet. Und ich denke mal, dass der 2013 oder... Ach Mann, 2013 oder 2014 dann gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt für ein Jahr haben. Wilson. Das muss wirklich komplett ausfüllen. Ah. Und Jahre kann man auch nicht reinmachen. Oh Gott. Wilson. Eieiei. Also das scheint mir doch so um einiges komplizierter zu sein, als ich gedacht habe. Moment, kann man hier irgendwas sehen? 2015, das heißt 2014 ist er gestorben. Aber gut, das hat ja jetzt dann auch nichts damit zu tun. I should take her out for a birthday drink. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat mit dieser Liste hier zu tun, aber... Ups, nein. Ach Mann, wieso drücke ich hier immer auf Pause? Ich bin das so gewohnt, mit Escape zurückzugehen. Und den Schlüssel, den kriegen wir nicht hier. Ich
Ich weiß nicht, warum ich den nicht mitnehmen kann. Huh. Looks like she forgot her locker key here. Hm. Hier kann man auch nicht rein. Moment, da hinten ist noch was. Das ist dann die Tür nach draußen. Okay, let's go in. Hier ist ein Umkleideraum. Denise Wilson. Yep, it's locked. Ja, toll. Ist nicht dein Ernst. Sag jetzt bloß, wir können jetzt wieder zurückgehen und den Spinnenschlüssel mitgehen lassen. Ja, yep, but... Hallo. She won't notice ja, if wir we können. Borrow this, right? Also keine Ahnung, warum ich jetzt nicht antworten konnte. Aber irgendwie scheint der da generell mal Probleme mit Antworten zu haben. Okay, Umkleideraum. Da waren wir. Aber ob da jetzt irgendwo ein Hinweis ist auf das Passwort? Oh, come on, sis. You only live once. It's both a terrible tattoo idea and a questionable life. Alto came through. Balto. Balto came through. Okay. So Wilson leaves her locker key in her desk and her password reminder in her locker? That's so irresponsible. An intruder could easily access all kinds of police files with this. Yeah, like two goblin intruders. Nee, ne? Winner on my... 20 Birthday. 20. Geburtstag. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, jetzt habe ich endlich mal die richtige Taste gedrückt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müsste das 2006 sein, ne? Wollen wir nochmal eben schauen. Okay. Geh mir mal aus dem Weg. Ich muss da rüber. Ist das kompliziert hier? So, Moment. Das war der Schreibtisch. Ja, ja, ja. So. 2006. Jeff King, Salem. Das war fünfstellig, ne? Also müsste das ja dann Salem sein. Jeff King Salem. Oder vielleicht auch J. King. Das könnte natürlich auch sein. Probieren wir mal aus. Also. So, J. King. Ist es nicht? Dann probieren wir mal Salem aus. Bingo. Oh Gott. Das war jetzt aber auch kompliziert hier. Also, zur Info. What about him? He got arrested for public intoxication last week and that was not his first offense. He's on a bit of a downward spiral. Okay. Frau Reynolds hat morgen einen Schlüsselbund vor dem Vichy-Laden gefunden und ihn abgegeben. Okay, drei kleine Schlüssel und einen Flaschenöffner als Schlüsselanhänger. Wenn niemand sucht, der ist im Schrank des Fundbüros. Ich hätte es ja ordentlich archiviert, aber die neue blöde Verwaltungssoftware hat den ganzen Tag gestreikt. Ja, das ist ja geil. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, die zu ändern? Dem würde ich gerne mal zum neuen Zwei-Wege-Schießstand einladen, den ich gefunden habe, okay?
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Gibt es irgendwelches Lesematerial? Das ist wahrscheinlich auch unwichtig. Ich sende dir die Folien, sobald ich zu Hause bin. Schneemobil, Verfolgungsjagd, Schätzchen, du rennst bei mir offene Türen an. Ja, also entweder der Schlüsselbund oder die Sache mit der Ausnüchterungszelle. Er war total besoffen und hat Kunden terrorisiert, als Maria ihn vor Bernies aufgelesen hat. Klingt für mich aber jetzt nicht so interessant. Also ich denke mal eher, dass das was mit dem Schlüsselbund zu tun hat. Ich weiß aber auch noch nicht, wofür wir diese Informationen jetzt brauchen. Ja, das mit dem Kaffee. Die Frage ist jetzt nur, ach so, ich muss den Spinnschlüssel noch zurücktun, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist. Hallo. Zurückstellen. Habe ich den Schlüssel jetzt noch? Nö. Also, ja, ich habe ihn noch, aber... okay. So, da ist eine Tür, die nach da führt. Da brauchen wir nicht rein. War da hinten jetzt noch irgendwas? Weil der immer wieder von dem Kaffee spricht hier. Da kommen wir nach draußen. Ah! Oh, yeah. I'm just tired. Been a long day. You need a call. Ooh, that's gotta be a new record. Days bis... Ah, okay. 4 Tage, ohne dass sie Bären gesichtet haben. Okay, hier ist die Kaffeemaschine. Endlich. You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? Ah. I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't. Please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? You okay? Honestly? No. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Do you mind if I go inside that room for a second? You sure? Du alleine oder ich auch? Wow. It's the first time I've been in here since at night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Kannst du mal aufhören, mich hier rumzuschubsen? Haben wir noch eine Erinnerung? Here. Have a seat. All right. Damn it. Sorry. Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Stimmt. Warum schaust du da so drauf? What are you looking at? This poster. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest. Hunting for goblin treasure. Just wanted to be anywhere but here. Yeah. So, können wir jetzt endlich nach oben? Oder schwelgst du hier noch weiter in Erinnerungen? Komm mit. Was ist das denn? Verschieben? Ach so. This is heavier than I expected.
Moment. Moment. Irgendwas. Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. I need to ask you a few questions now. Come with me. Here we go again. God, not here too. I'm not ready. Aber hier war das doch... Nee, war das nicht... Doch, hier war das doch auch so komm, hier am Leuchten. Ach, da! Where are we going? We're just gonna sit down in here, and I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay. You know... I really thought I'd lock those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. Hey, sorry that took so long. Sometimes these old folks want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, you remember this guy? Of course. Tyler Ronan. The prodigal son returns. Yep. Look at you. I didn't even recognize you at first. I heard that a lot today, Chief Brown. Chief Brown. No need for that kind of formality, not with family. Huh. How you finding Delos Crossing? Change much? Same dump, different year. Well, we're no Juno, but lots of folks feel at home here. It's gotta be good to be back with your sister, huh? Yeah. It's been a long time coming. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually. It's the other way around. Das hab ich doch gerade schon mal gefragt, oder? Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Ja. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, her police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about this? Tyler! No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about fireweed, but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense, but we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay?
I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal. And you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 Uncle, then, huh? Please, let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. And 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie? Naja, falsch war's ganz sicher. Eddie was just doing his best to protect me. To protect his family. I thought I was your family. You are. 7 years apart didn't change that. 10 years apart didn't either. But Eddie's family too. Look, we've all fucked up. We've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You wanna grab a bite first? It's on me. Don't wanna send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay, let's go. Um...